Jo, schönen guten Abend, das ist Stick am Apparat. Heute mal mit einem Einblick in Anno 2070. Ja, was gibt's zu sagen zu Anno? Was mir aufgefallen ist, Anno 2070 verträgt sich nicht mit meinem neuen Gaming-Laptop, sondern läuft nur auf meinem alten. Problem an dem alten ist, ich krieg da mein Netzwerk nicht zum Laufen, das heißt, ich habe da kein Internet. Warum auch immer, keine Ahnung, irgendwas habe ich da am Netzwerk verstellt, ich finde den Fehler nicht, keine Ahnung. Jedenfalls nehme ich das jetzt auf dem alten, auch spiele das jetzt auf den neuen und lade es dann hoch. So. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass Ubisoft immer noch eine von den Firmen ist, die sich kategorisch weigert auf unsere Anfrage bezüglich des Refinanzieren des Game-Genuss-Projektes zu antworten. Grundsätzlich liegt es auch eigentlich daran, dass die Antworten sehr, sehr spärlich kommen und bisher eigentlich nur EA geantwortet hat, dass sehr, sehr wenige Videos momentan produziert werden. Ja, das vielleicht so als Randbemerkung vorweg. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Anno 2070. Aktuellster Teil von Anno. Wer Anno nicht kennt, Aufbaustrategiespiel, Insel besiedeln, Siedlung aufbauen, Bedürfnisse der Bürger erfüllen und dann freuen, dass alles schön ist. Neu in diesem Teil ist, dass man den Faktor Energie beachten muss, das heißt, man muss Kraftwerke bauen, um seinen Energiebedarf zu decken für Produktionsgebäude und für generell alle Produktionsbetriebe. Kraftwerke gibt es auf die ökologische Methode mit Windkraftwerke, dann gibt es Blockheizkraftwerke. Was gibt es noch? Es gibt Gezeitenkraftwerke, es gibt Offshore-Windkraftwerke, es gibt Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke. Zeige ich aber alles gleich noch. Was noch wichtig ist, es gibt zwei Fraktionen, das sind die Tycoons und die Ecos. Tycoons, wie der Name schon vielleicht verrät, eher die industrielle Schiene, während die Ökos oder die Ecos vielmehr eher die ökologische grüne Schiene fahren. In dem Zug kommt dann auch der ökologische Faktor dazu. Jede Insel hat eine sogenannte Ökobilanz, die man entsprechend ausgleichen muss. Ansonsten werden die Bürger extrem unzufrieden, bei den Ecos extrem, bei den Tycoons eher weniger. Und die Produktivität steigt oder sinkt entsprechend der positiven oder negativen oder ausgeglichenen Ökobilanz. Um das Ganze einfach mal kurz aufzudröseln, wie sich das entwickeln kann, möchte ich mal meinen sehr ineffektiven Spielstand laden. Da kann ich mal ein bisschen was zeigen. Dann haben wir das eigentlich soweit alles abgedeckt. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht großartig irgendwelches Trara, sondern einfach nur einen Einblick, dann eine Wertung. Weil ich einfach, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich einen Bock habe, da eine großartige Wertung zu machen. Allein die Tatsache, dass es nicht funktioniert auf meinem Rechner, den ich mir für teuer Geld gekauft habe und ich das jetzt auf dem Billigrechner da drüben spielen muss. Gut, der ist nicht schlecht, mal davon abgesehen, ich war gut zufrieden damit, aber es ist wirklich unmöglich. Dann mit dem Support von Ubisoft rumstreiten ist auch so dermaßen frustrierend, weil löschen sie dies, installieren sie das, bla bla bla. So, Pause und dann gucken wir uns erstmal hier alles an. Wir haben eine Hauptinsel, das ist meine Hauptinsel. Wie man sieht, gut besiedelt hier. Wir haben angefangen habe ich hier mit dem kleinen Kontor hier vorne, das ist dieses Gebäude hier. Dann haben wir hier einen Reparaturkran für die Schiffe. Ja, Schiffe gibt's auch. Hier meine kleine Kriegsflotte, die ich demnächst mal einsetzen muss. Oh, schön. Moment. So. Jetzt sehen die Schiffe auch vernünftig aus. Kriegsschiffe hier und ein kleines U-Boot hier. Ja, Flugeinheiten gibt's auch, sind auch neu. Ich habe hier drei Flughäfen gebaut, die dann entsprechend auch mit drei möglichen Arten von Fluggeräten ausgestattet werden können. Ja, dann haben wir eigentlich, man sieht hier eine gut ausgebaute Siedlung, zumindest für meine Verhältnisse.
Ja, ich lasse einfach mal laufen, dann sieht man ein bisschen mehr von der bewegten Grafik. Ansonsten das Übliche, man kann hier schön alle einzelnen Gebäude anklicken. Hier sieht man die Tycoon-Ingenieure, die dritte Stufe der ganzen Bewohner hier. Ich hätte nie gedacht, die Bedürfnisse sieht man so hier. Eine steile Karriere hinlegen. Genau. Ja, genau. So, um das Ganze mal aufzudröseln. Wir haben hier, also das sind meine gesamten Einwohner auf dieser Insel. So, ich habe auf der Insel gesamt jetzt, oh, es werden mehr, das ist schön. Meine Steuereinnahmen sind die hier, 6.900, um die 7.000 ungefähr. Wohnhäuser 277, Einwohner ist 4.614 derzeit und aufgedröselt in diese Bereiche hier. So. Maximum ist das, 4.986 und man sieht, die Kollegen siedeln sich an. Dann gibt es drei verschiedene, eigentlich, wenn man es ehrlich ist, gibt es drei Fraktionen. Es gibt die Tycoons, dann gibt es die Egos, die man später freischalten kann für teuer Geld. Und dann gibt es die Techs, die entsprechend eigene Gebäude haben. Wo sieht man sie? Hier, diese kleinen blauen Gebäude. Dazu gibt es dann noch hier Forschungsinstitute und Akademien, die hier. Da kann man dann entsprechend größere Sachen erforschen. Momentan forsche ich hier oder bin ich dabei an einem Staudamm zu arbeiten. Den werde ich dann hier hinsetzen, der mich mit ökofreundlicher Energie versorgt. Ist eine notwendige Maßnahme, weil, wie gesagt, Ökobilanz und so, ne? So, was haben wir noch? Ja, das sind die Einwohner, das ist hier aufgedröselt in Einwohnersteuereinnahmen pro Einwohner. Die Wohnhäuser, die Anzahl, entsprechend, wer die Statistik mag, der kann sich da verlieben. So, Ökobilanz, das ist das hier. Da hat man hier den tiefroten Bereich und den tiefgrünen Bereich, entsprechend der Gebäude, Produktionsgebäude hier zum Beispiel. Wo haben wir es? Haben wir ein besonders dreckiges? Hier, das Kohle. Kohlebergwerk. Das verseucht die Umwelt mit minus 5. Das heißt, wir starten hier gleich mal mit einer schönen minus 5. Dann haben wir hier eine Kerosinfabrik mit minus 6 hier. Das ist dieses Symbol hier mit dem Blatt, ökologischer Effekt. Und ja, unsere Werft mit minus 3. U-Boot-Werft haben wir auch noch. Und so hat eigentlich jedes Gebäude seine Ökobilanz. Der ökologische Fingerabdruck, wenn man es so nehmen will. Hier ein Atomkraftwerk, komischerweise minus 10. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Okay, was habe ich jetzt freigeschaltet? Oh, okay. Alles klar. Weizen, Nudeln, Gemüse. Was ist das? Gut, dann muss ich mal eine andere Insel besiedeln. Oder? Nein, Mais, Scheiße. Moment, ich bin gleich wieder da. Moment. Weizen. Ich kann hier nirgends Weizen anbauen. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, hier hinten. Na super. Ja, dann, ich habe hier eine kleine Produktion für Fertiggerichte, also Hamburger, die unsere Tycoons brauchen. Fleischfabrik und hier ein bisschen Geschmacksverstärker und hier noch ein paar andere Sachen. Der große Klotz hier, den ich jetzt mal abreißen werde, ich weiß, sehr ineffektiv für Leute, die sich damit auskennen. Bei diesem Geschäft können wir uns ihre Unzuverlässigkeit. Dieses Gebäude soll mal eine Firmenzentrale für die Tycoons werden. Aber ich habe eigentlich mal festgestellt, dass es sehr, sehr lange dauert und sehr, sehr viel Energie frisst, beziehungsweise die ökologische Bilanz so derbe ins Minus zieht, dass ich mir das einfach mal schenken werde. So. Moment, ihr forscht hier noch an einem Generator. Ich brauche noch einen fünften. So. Geht das schon los? Ja. Gut, ansonsten Krankenhaus hier, Feuerstation. Dann hier noch ein Windkraftwerk, was man kriegt, wenn man die andere Fraktion freischaltet. Gesundheitszustand der Bevölkerung. Genau, dann habe ich hier noch eine andere Produktionsinsel mit ein paar steuerpflichtigen Einwohnern. Und dann hier auch nochmal die ganze Aktion mit ein paar steuerpflichtigen Einwohnern. Ist eine feine Sache, um Kohle ranzukriegen. Ja. Registriere Störfall im Atomkraftwerk. Oh, fuck.
Keine Strahlung ausgetreten. Gut. Ja, man sieht also, das Atomkraftwerk ist sehr störanfällig. Aber damit kann ich leben. Dann haben wir hier noch so NPC-Fraktionen. Dann haben wir hier die Piraten. Hector, mein Kollege, der mir öfter mal Krieg erklären möchte. Unser Aushilfspirat. Dann so ein ökologischer Professor. Hier unser eigentlicher Tycoon-Chef. Und die Öko-Chefin. So, und dann noch zwei Kollegen, die unsere Inseln besetzen. Das ist einmal hier Leon, der macht so ökologisch, aber irgendwie bauen die nix. Die besetzen nur Inseln und freuen sich dann. Und dann nochmal hier unseren Dreckspatz, nenne ich es mal so. Der verseucht die Inseln einfach nur mal mit Dreck. Und das ist richtig übler Dreck, wenn man sich das überlegt. Moment, hier muss man eben was unternehmen hier. So, wo wir gerade mal hier sind, man kann auch Geld verdienen. Die Aktien von Zukunft. Und zwar nicht wenig. Ein Deal? Man kann Geld investieren bei ihm hier zum Beispiel, bei Sokolov, der hier die Inseln verseucht. Der ist im Wesentlichen Ölhändler. Baut eigentlich nur Öl ab, beschwert sich auch entsprechend, wenn wir selber mit Öl handeln. Ja, ansonsten grafikmäßig, wie man sieht, es ist schick. Weiterer Clou vom Spiel ist, wenn ich es mal abmerken darf, hier, man sieht drei Gebäude im Wasser. Das heißt, da ist unterirdisch noch was. Da, haben wir noch was. Sieht hier auch so wunderschön gemacht mit Rohrleitungen nach oben und Kabel nach unten und alles schick. Meine kleine Unterwasserfarm, auch passend mit hier Getier und allem drum und dran. Alles rund um den erloschenen Vulkan drumherum. Hier, Black Smoker und sowas. Ein Rochen schwimmt hier rum. Ja, auch schön der Abtauch- und Auftaucheffekt. Ja, das ist es eigentlich. Ansonsten machen wir uns nichts vor, es ist ein Anno. Insel besiedeln, Bedürfnisse erfüllen, produzieren, handeln, Krieg führen und dann war's das. Ja, daher sind wir mal objektiv und geben dem Ganzen mal eine 7 von 10. Da sind wir eigentlich alle gut mit bedient. Ja, kurz noch zu den Fraktionen. Wertung habt ihr jetzt eigentlich. Die Leute, die es interessiert, die können jetzt weitergucken, der Rest schaltet aus, guckt sich was anderes Sinnvolles an. Zum Beispiel mein Hearts of Iron 3 Video. Wäre schön, wenn wir da irgendwie im Laufe nächsten Jahres nochmal die 4000 knacken könnten. Dauert eine Stunde, nehmt euch die Zeit, lohnt sich. So, fangen wir hier vorne an. Wir haben angefangen mit den Tycoons, wir haben hier die Arbeiter, die Angestellten, die Ingenieure und die Executives entsprechend mit ihren Wirtschaftskreisläufen. Auch praktisch, dass es so angeordnet ist, dass man hier gleich die entsprechenden Produktionsbetriebe zur Auswahl mit hat. Hier Atomkraftwerk ist das hier. Das ist der große Klotz hier vorne, der ein bisschen rumspackt manchmal. Ne? Dann können wir hier die Brennelemente herstellen für das Atomkraftwerk. Das sieht man hier. 1 von 10 hat er das Ding. Das ist unsere Brennelementefabrik und unsere Uranminen. Ja, ich habe mehrere. Sind hier und wo noch? Da. Da sind unsere Uranminen. So, ist auch noch genug drin. Ja, ansonsten Rohstoffe verbrauchen sich. Und zwar alle Rohstoffe verbrauchen sich. Das heißt, selbst vom Holz an. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke auf die Kohlemine. Wir haben jetzt hier einen Restbestand von 23.870 Tonnen. Kohle, die wir auf unserer Hauptinsel noch haben. Und wenn das alle ist, ist alle. Nee, eben nicht. Weil wir können in unserem Forschungslabor, deswegen sind die Texte nämlich wichtig, hier entsprechend alle Rohstoffe auffüllen. Das heißt, Kohle müssten wir dann das Ding erforschen. Dann kriegen wir so ein Item. Das können wir dann entsprechend in unserem Konto sockeln. Hier einfach in irgendeinen Slot einfach mal kurz freimachen. Dann wird da eins gesockelt. Und dann wird das aufgefrischt. Selbes gilt für die
Bergwerke, wenn da Rohstoffe nicht weg sind, nicht mehr drin sind und so weiter. Ansonsten, was ich wirklich gut finde, ist, dass die Bergwerke nicht an irgendeinen Rohstoff gekoppelt sind, sondern es sind universelle einsetzbare Bergwerkplätze, die hier sind. Das heißt, man kann da wunderschön frei kombinieren, wo man was abbauen möchte. Deswegen, wenn jetzt eine Insel nur Kohleminen hat, Kohle gibt es auch mit Schaufelradbaggern, aber wenn man Eco spielt, dann gibt es halt keine Schaufelradbagger, da muss man halt auf Minen setzen, kann man halt eine Insel nehmen und dann wirklich alle Minenplätze nur mit den Kohlebergwerken vollpacken und dann entsprechend bloß noch mit den Items frei halten, dass da auch gefördert wird. Ansonsten kann man wirklich jeden Rohstoff auffüllen. Auffüllen kann man nicht, was hier produziert wird, zum Beispiel hier die Spirituosenfabrik, die baut Reis an. Da gibt es Anbaufelder, das braucht man logischerweise nicht auffüllen. Da muss man halt nur aufpassen, dass man die Umwelt nicht so sehr verpestet. Ansonsten, was gibt es hier noch Schönes? Ja, es gibt hier eine Sandfilteranlage. Der filtert hier den Sand aus dem Fluss raus. Für unseren unser Betonwerk und für was noch? Mit der Taktik, genau. Du sogar mein für unsere Mikrochips, kann das sein? Ja, genau, für unsere Mikrochips brauchen wir zum Beispiel auch Sand. Ansonsten hier noch eine kleine Hummerfarm. Sieht man hier die Hummerkörbe, wie sie reingerollt werden. Ist eine feine Sache. Das hier ist ein Transportschiff von uns. Das ist das größte Schiff, was man bauen kann. Zumindest ziviles Schiff, was man bauen kann. Zeit totschlagen kann ich woanders auch. Habe ich mal mit zwei Einheiten bewacht. Hier, die zwei. Man weiß ja nie, was kommt. Ansonsten, ja, war's das eigentlich. Wenn ich Internet hätte an dem Rechner, könnte man hier zum Beispiel noch das eigene Basisschiff erweitern. Hier mit den entsprechenden Slots kann ich leider nicht tun, weil kein Internet. Warum auch immer. Wenn ich es irgendwie mal auf die Reihe kriege, dann gucke ich mal nach, was da machbar ist. So, ansonsten, was gibt's denn noch Schönes? Ja, Stadtzentrum, erstes Zufriedenheitsgebäude. Oh, da drüben ist noch Platz. Ja, wie gesagt, 7 von 10. Grafikmäßig kann ich da jetzt nicht wirklich was Besseres geben, weil, ja, es ist eine zweckmäßige Grafik. Es ist ein bisschen, es ist modern, es ist schick, aber mehr ist da nicht. So, ansonsten gibt's immer noch keinen Abzug für den Ökofaktor. Es macht Spaß soweit. Also, wenn man jetzt keine großartigen Ansprüche stellt, macht es wirklich Laune. Im Multiplayer kann ich es derzeit wirklich nicht ausprobieren, weil und so, ne? Oh, wir haben kein Kerosin im Lager, warum nicht? Na sowas. Erklärt, warum die Schiffe nicht fliegen. Kerosin. Wo haben wir denn nochmal Kerosin gebraucht? In irgendeiner Produktionsanlage wird mein ganzes Kerosin verbraucht. Aber wo? Kerosin? Nee. Kerosin. Na, müssen wir mal gucken. Das finde ich jetzt mal noch raus. CO2-Speicher, das ist nicht. Ist es auch nicht bei den Techs? Kann das sein? Nee. Die Akademie ist es auch nicht. Hier, Kerosinfabrik? Nee. Ecos verbrauchen die Kerosin? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ha. Seriös. Wer verbraucht denn da Kerosin? Ja, komisch. Ah, ja. Ich weiß. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Schön, dass es mir auch gerade selber auffällt. Die können ja kein Kerosin kriegen, weil sie keine Straßenanbindung haben. Ohne Straßenanbindung kein Kerosin.
Weil ich hätte ja auch mal den Warenbestand gucken können. Da hätte man gesehen, dass... Wo ist es? Wo ist das Kerosin hin? Das ist es. Ja, ja. Spiel gespeichert. Kerosin, Kerosin, Kerosin. Da, Kerosin ist doch da. Wird nur nicht an den Flughafen geliefert. Weil keine Verbindung. Ja, das erklärt's, warum meine Flugzeuge nicht mehr auf Wartung, auf Beschützmissionen für meinen Frachter fliegen. Ja, das war's eigentlich. Ein kurzer Einblick. Let's Play, weiß ich nicht, ob ich eins mache. Weil Zeit und so. Wenn ich Zeit habe, hau ich eins rein. Aber ich habe noch nicht mal Zeit für mein Civilization 5 Let's Play. Ansonsten, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Es gibt eine Kaufempfehlung von mir schon. Man kann sich's antun. Wie gesagt, ein richtiger Anno-Fan, der holt sich, so wie ich. Problem an der Sache ist halt, ich kann es nicht online spielen, wenn ihr es hinkriegt und weiß ich nicht, mir irgendwie einen Rat geben könnt, wo ich noch nachgucken kann. Dann bin ich da sehr, sehr dankbar. Tja, was gibt's noch zu sagen? Achtung, Produktionsstillstand. Ja. Ansonsten gibt's von mir nichts wirklich Neues. Ich arbeite, arbeite, arbeite. Kaum Zeit für irgendwas. Und gerade festgestellt, dass ich hier gerade eine Straße vernichtet habe. So. Verbunden? Verbunden. Gut. Ja, es ist einfach viel zu wenig Zeit, viel zu tun, viel zu wenig Zeit. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Daher einfach mal bisschen geduldig sein. Ich kümmere mich um alles, sobald es geht. Das war's eigentlich. Wie gesagt, abschließend meine Wertung nochmal. 7 von 10 für Anno 2070. Abzüge gibt's halt wegen dem Aufguss von Anno. Ja, das ist halt eine persönliche Sache. Ich kann's empfehlen. Es macht auf alle Fälle... Es ist... ob es Spaß macht, das muss jeder selbst entscheiden, das kann ich so nicht bestimmen. Aber es ist fesselnd. Allein durch die Tatsache mit dieser Ökobilanz, wenn man wirklich auf dem grünen Punkt bleiben will, wenn man seine Produktion auf einem Standpunkt haben möchte, die sehr effektiv läuft, dann muss man da schon ein bisschen was ausgleichen. Es gibt Gebäude, die die Umwelt verpesten. Es gibt auf jeder Seite Gebäude, die die Umwelt wieder stabil bringen. beziehungsweise verbessern. Man muss sich nicht zwingend auf eine Fraktion festlegen, man kriegt sowieso eine noch dazu und die Gegenfraktion zur eigenen kann man dann im Laufe des Spiels noch freischalten. Insofern gleicht sich das alles aus. Ist eine Fummelarbeit, um eine Stadt so zum Laufen zu kriegen. Hier läuft es einigermaßen. Eine Stadt funktioniert im Grunde auch nur wie eine Firma. Also laufen tut es bei mir. Es sind nicht alle Bürger zufrieden, kann auch nicht, weil alles kriegt man nicht hundertprozentig hin. Wer es schafft, hat meinen tiefsten Respekt, aber das war's dann. Ansonsten, guckt's euch an, leitet's euch aus, spielt's an, testet es, wo ihr könnt, fragt Kumpels, die es haben, genießt den Multiplayer, wenn er bei euch funktioniert. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis demnächst. Tschüss, sagt euer Stick und nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, unsere Facebook-Gruppe, unsere Facebook-Seite, Gamegenuss, Zocken über 30. Tschüss und bis bald, sagt euer Stick. Tschüss.